Ja, herzlich willkommen zum sechsten Teil in unserer Bewusstseinszustandsreihe. Die Bewusstseinszustände, die man eben alle so erreichen kann, mit Hilfe der spirituellen Dissoziation. Wir sind die Matrixer, Niki und Jonathan, und wünschen euch viel Spaß. Was haben wir denn noch für einen Zustand? Die Windselbste. Die Windselbste. Ja, als ich das erste Mal die Windselbste wahrnahm, das war auch der imposanteste Moment überhaupt. Glaube ich. Ja. Und ich hatte zu der Zeit eben eine platonische Freundin, sage ich mal, und mit der zusammen habe ich dann auch öfter mal dissoziiert und einmal kam ich dann in den Zustand, der war echt heftig. Da verwandelte sie sich in einen Wind selbst. Und ich mich selbst auch wenn ich in dem Moment mich nicht sehen konnte, aber ich konnte mich fühlen. Mich konnte ich fühlen, weil ich jetzt nicht gerade vor dem Spiegel saß. Und sie konnte ich sehen und fühlen. Und ich wusste, dass wir beide jetzt in einem höheren Bewusstseinszustand sind, in dem wir eben die Windselbste sind. Und die Windselbste erkennt man darin, wenn du einen Windselbst siehst, alles ist magisch um ihn herum. Aber ja, und die Haare wehen sogar im Wind, wirklich. Wie in diesen asiatischen Martial Arts Film, weißt du, wenn da die Frau oder der Held oder wer auch immer da im Wind steht mit den Kirschblütenbäumen und den Blüten, die da herunterfallen, mit dem Samurai-Schwert und die Haare wehen im Wind, weißt du, so ganz in Zeitlupe. Ne? Ja, so ein bisschen erinnert das daran. Ne? Also wie aus dem Film. Ja. Zum Glück kommt telepathisch Bilder rüber. Man kann sich das gut vorstellen. Ja, und aber man kann das Windselbst nur dann sehen, wenn man selbst in dem Zustand des Windselbstes ist. Und das war auch eben meine Bezeichnung für diesen Zustand eben, weil man da das Windselbst betritt. Das Windselbst ist also eine höhere Version von uns, die eben über alles Bescheid weiß. Einfach alles. Die weiß alles über die Struktur deines Egos, über die Struktur deiner Persönlichkeit, über die Struktur des Körpers. Die kann alles zurechtschieben wie in so einem riesigen Schiebepuzzle, ne? Damit es irgendwie das Bild oder das Bild oder das Bild ergibt, damit du diese Programmierung hast, diese Programmierung oder diese. Und es hat also wirklich, ja, eigentlich könnte man auch sagen, ja, er ist das Schöpfer selbst, könnte man fast sagen. Ne? Aber Weil nicht das er, höhere Selbst, oder? ja, das ist noch unklar für Okay. mich selbst. Ne? Also, ich vermute mal, dass es das höhere Selbst gleichzeitig darstellt, die Ganzheit des Selbst, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also, das kommt eben darauf an, weil es gibt eben immer mehrere Perspektiven, die Klar. man da einnehmen kann. Jedenfalls ist dieses Wind selbst schwer zu finden, weil es versteckt sich. Es versteckt sich vor dem Ego Ja. und es versteckt sich vor den ganzen Persönlichkeitsanteilen, die ein Mensch nun mal so hat. Und man könnte fast sagen, er liegt im Zwischenbereich. Es ist sozusagen eine Art Zone, wo man als Ego oder Persönlichkeitsanteil nicht so hinkommt. Und haben die Windselbste euch dann wahrgenommen? Ja, ich war ja dann das Ach Wind so, okay. selbst. Als ich in das Wind selbst hineinging, war ich das Wind selbst. Und ich erinnerte mich in dem Moment auch, dass ich da schon öfter mal drin war. Aber es wurde immer gelöscht. Klar. Es wurde immer gelöscht. Nur die Disso hat mir dann geholfen, die Erinnerung im Wind selbst gewesen zu sein, mitzunehmen. Und wie fühlt es sich an, ein Wind selbst zu sein? Was hat man da so wahrgenommen oder welche Gefühle, Emotionen? Ja, wie ich sagte, also es ist ein Zustand, in dem es ist ein heroischer Ein Zustand. heroisch, okay. Er fühlt sich heroisch an, mystisch und ja, fast allmächtig, könnte man sagen. Verstehe. Ja. Also ich erinnere mich gerade an den Film Waking Life.
Da gibt es nämlich auch mehrere Episoden in dem Film, wo es eigentlich immer um luzides Träumen geht, hauptsächlich, aber nicht nur um luzides Träumen, sondern es gibt da auch eine Episode drin, wo sich ein Professor, glaube ich, mit jemand anderem unterhält und sie reden über diesen Zustand, der daran erinnert. Er sagte nämlich zu ihm, ja, während wir hier sitzen, unterhalten wir uns und jeder guckt den anderen an. Aber es gibt Momente dazwischen, da gehen wir auf eine höhere Ebene und da sehen wir, dass wir Götter sind. Und dann sah man das in dem Film Waking Life, dass er dann für einen Moment dann plötzlich die Haare im Wind wehten, überall kamen so Blubberblasen und Spiralen und all sowas. Ne? Mhm. Und das fand ich da gut versinnbildlicht, so ein bisschen. Spannend. Und ich denke mal, dass dieser Professor da auch die Windselbste meinte. Interessant. Ja. Ja, ich wollte nur einmal Kontakt so richtig intensiv, komplett mit meinem höheren Selbst. Den habe ich dann auch für einen Moment bekommen. Und nach 3 Sekunden hatte ich so Schiss, dass ich es wieder abgebrochen habe, was ich natürlich danach bereut habe. Aber die Macht und Kraft und was auch immer von so einem höheren Selbst ist so überdimensional, zumindest damals war es so, ist ja viele Jahre her. Nee. Inzwischen würde ich es vielleicht nicht mehr so empfinden, aber ich weiß es nicht. Aber kann schon, kein Wunder, dass die sich verstecken vor unserem Ego. Ja, das möchten die auch, ja. Und in jedem Fall ist das aber jetzt nicht einseitig so. Mhm. Denn das Ego will auch mit dem Wind selbst nicht unbedingt was zu tun haben. Da kriegt er nämlich Hartschiss. Genau. Er kriegt nicht nur Angst, sondern er möchte ja auch seine Spiele weiterspielen. Ah, klar, und das Wind auch. Selbst kann alle Spiele durchschauen. Naja. Und das findet das Ego nicht so gut. Ja. Aber ich nenne die Wind selbst auch gern Supraselbste. Ja, passt da. Ja. Das wäre vielleicht ein, wie soll ich sagen, passenderer Begriff, Supra selbst. Ne? So ein bisschen wie das Supra-Teilchen aus der Quantenphysik oder so. Ne? Also ein Zustand, der unvergesslich ist, das kann ich garantieren. Ja. Und kommen wir doch zum nächsten Zustand. Das holistische Universum. Holistische Universum? Du hast es so genannt. Ich? Nein. Die holistische Perspektive. Ah, die holistische Perspektive. Genau. Gut. Ja, ich war mal für eine kleine Weile in einem anderen Zustand als im Alltagszustand und da konnte ich das gesamte Universum wahrnehmen. Also gefühlt. Ja, also aber das war bestimmt sehr beeindruckend, oder? Ja, aber nicht nur physisch, sondern auf allen Ebenen inklusive Zeit und Raum und allem. Und ja, das war sehr spannend. Ich war leider nicht besonders klar in dem Moment, aber klar genug, um halt mitzubekommen, dass unser Universum bereits 3-mal erschaffen und zerstört wurde und wir sind gerade in Version Nummer 3 sozusagen. Das war so die Information, die da durchkam und ja, dass unser Universum mit seinen 15 Milliarden Jahren oder wie alt es sein soll, dass die Zahl so eigentlich nicht stimmt, sondern eher das Dreifache. Also mir wurde jetzt keine genaue Zahl genannt, es war nur ein Gefühl der Zeitwahrnehmung, wie ich sie auf unsere Alltagsperspektive übertragen würde. Ja, wie hast du das denn wahrgenommen? Aus welcher Perspektive denn? Hast du das Universum unter dir gesehen oder warst du im Universum und bist durchgeflogen oder wie kann man sich das vorstellen? Ich war im Universum und ein Teil davon. So fühlte sich das an. Ja, aber war das eine optische Wahrnehmung oder war es ein starkes gefühlsorientiertes beides. Sehen? Also beides. Ja, die holistische Perspektive, du hast da also das Universum gesehen, wie es sich aufgebaut hat, zusammengestürzt ist, wieder aufgebaut hat. Ich meine, ich war dabei, ne? Ja, du warst dabei. So. Ich habe auch gesehen, wie wir beide als richtige Schöpferwesen, also nicht als kleine Erdlinge, tatsächlich daran mitgewirkt haben, wie ihr natürlich auch. Aber ich durfte es halt sehen, Galaxien zu erschaffen. Das war echt abgefahren.
dieser Zustand ist natürlich schon, ja, eigentlich schon so eine Art Gotteszustand, könnte man Ja, fast würde ich schon sagen. sagen, ich meine, Ja. wenn du eine Galaxie erschaffst. Ja, da fühlt man sich schon so ein bisschen wie ein kleiner Gott, ne? Aber man fühlt sich nicht wie Gott, komischerweise Ja, in dem Zustand. das ist nämlich auch der Punkt. Es ist nicht so, dass man dann plötzlich wie Q aus Star Trek dann plötzlich irgendwie völlig aufgeblasen und Ja, genau. eingebildet ist oder so, sondern man ist so, wie man immer ist. Genau, es ist wie, als würdest du in einer Fabrik arbeiten und halt, keine Ahnung, Sachen einpacken. Das ist halt dein Job. Genau. Ja, eben. Und wenn du erkennst, dass du eben ein Schöpferwesen, ein Gottesaspekt oder ein Anteil des Alleinigen, all das, was ist, Gottes Quelle. bist oder Urquelle bist und du bist davon ein Teil, dann bist du eben auch ein Schöpferwesen und auch in gewisser Weise göttlich. Nur auf der Erde leben halt die vergessenen Götter. Ja, das Oder die vergesslichen Götter die oder wie auch immer. vergessenen Götter. Ja, stimmt schon. Ja, also klingt auch nach einer Erfahrung, die sich sicherlich so ins Hirn einbrennt, oder? Ja, habe ich jetzt nicht vergessen, tatsächlich. Ja. Ja, wollen wir mal zu unserem letzten Zustand kommen? Ja, wir kommen jetzt zu unserem letzten Zustand. Die Freiheit oder die große graue Wand vor der Freiheit. Ja, die Grenze Die Grenze. der freien Matrix, würde ich sagen. Oder? So würde ich die betiteln, die Grenze der freien Matrix. Ja, früher gab es mal so eine witzige Seite im Internet, die ich gefunden habe. Da habe ich dann drauf geklickt. Da war das Internet noch nicht so bekannt wie heute und noch nicht so viel genutzt wie heute. Und da habe ich dann auf so eine Seite geklickt und da war da so ein großer roter Knopf und darüber stand: Herzlichen Glückwunsch, du hast das Ende des Internets erreicht. Ich glaube, die kenne ich sogar noch. Na, und das war sehr witzig Ja, damals, ne? klar. Heute kannst du das nicht mehr bringen. Heute kommt einem das Internet ja wirklich endlos groß Ja, vor. klar. Und dann gibt es noch das Internet im Internet und was weiß Ja, ich, dann was gibt für es noch Ebenen. das DeepNet und Darknet und wie sie alle heißen. Genau. Und ja, da ist so schnell ein Ende nicht mehr abzusehen. Nur ein Blackout kann das noch, genau. Ja, und so verhält es sich auch mit der freien Matrix. Die freie Matrix hat auch eine Grenze in Anführungsstrichen und wenn man die überschreitet, verlässt man alle Matrizen. Ja, Und du standst davor. ich stand davor. Ich stand ja auch schon davor. Also wir kennen beide Ja, diese das ist noch Grenze. unser letzter gemeinsam erlebter Zustand. Also jeder für sich, aber wir kennen ihn beide. Ja, und wie war das bei dir? Du standest also vor was? Vor was? Also Ja. erstmal stand ich vor einer Wand. Mhm. Für mich wirkte die, als wäre die gar nicht breiter als so, aber ich konnte natürlich nicht sehen, wie breit sie ist, weil ich ja die andere Seite nicht sehen konnte. Anyway. Jedenfalls wirkte sie wie Zuckerwatte. Okay. Also sie war grau mit beige, mit so einer Art Anteil dieser Farbe, aber grau, diese Farbe genau. Ja. Aber undurchdringlich. Obwohl sie wie Wolken und Zuckerwatte aussah, war sie undurchdringbar. Also so wirkte sie für mich. Okay. Und ich stand relativ im leeren Raum, also es gab nichts weiter drumherum. Also ich habe mich jetzt nicht explizit umgeguckt, aber gefühlt war da nichts weiter. Eben nur diese riesige, unendliche Wand, die war unendlich hoch und unendlich lang, praktisch, Ja, gefühlt. das war bei mir auch so. Als ich vor der Wand dran kam, bin ich dann nach links geflogen, nach rechts geflogen, nach oben geflogen, nach Ah, du unten warst astral da, geflogen. ne? Ja, ich war astral da. Und ich konnte kein Ende finden. Es war endlos. Aber man wusste, dahinter ist die Ja, Freiheit. Man wusste es richtig. eben, ne? Es ist fast so wie, ja, wie kann man das Das beschreiben? ist wie End of Road in Amerika, die Schilder, weißt noch? Ja, Die genau. Straße geht da hinten weiter, ne? Aber da steht trotzdem End of Road. Ja, genau. Das ist ein guter Vergleich. Und ich bin wirklich, keine Ahnung, lange geflogen in eine Richtung. Ich dachte, die wahrscheinlichste Möglichkeit, um über diese Wand hinauszukommen, ist nach oben zu fliegen. Also flog ich nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben und die Wand blieb da.
Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Wand hochgeflogen bin. Ich glaube, es hätten Millionen Kilometer sein können. Ja, also. Sie ist irgendwie allumfassend. Sie hört nicht auf. Ich kam mir vor wie in so einem Holodeck, weißt du? Oder? Bei Star Trek, ne? Da ist es ja so, dass du ja auch laufen kannst, Kilometer, 100 Kilometer. Du befindest dich aber tatsächlich in einem 30 oder 50 Quadratmeter Raum. Ne? Aber es ist einfach wie eine riesige Blase und die Außenschicht der Blase ist das Ende der Matrix. Und diese Blase ist eben diese Wand, diese Schicht drumherum. Ja. Das heißt, du könntest Millionen Kilometer fliegen. Du würdest ja diese Wand niemals das Ende erreichen, weil das Ende ja auf der anderen Seite liegt, ne? Ja, richtig. So könnte man sich das eventuell vorstellen. Oder wie Einsteins Raumkrümmung halt. Ja, genau. Ne? Du kannst im Universum geradeaus fliegen, unendlich lang, und irgendwann kommst du wieder daraus, wo du angefangen hast. Genau, genau. Ne? Weil der Bogen ganz langsam sich eben biegt, ne? Und irgendwann formt es einen Kreis und du bist wieder da, wo du vorher bist. So kann man sich das mit dieser Wand vorstellen. Genau, genau. Also unendlich groß, aber gekrümmt. Ja. Also man kann die Wand auf mehrere Arten offenbar erreichen. Du warst astral da. Für mich war es nur ein Bewusstseinszustand. Also ich war nicht astral da in dem Sinne. Also ich bin jetzt nicht explizit raus, aber wahrscheinlich war ich trotzdem astral. Ja, wahrscheinlich. Sinne. Mental, ja. Mental. Ja. Ja. Ja, jedenfalls sehr spannend. Auf der anderen Seite, ne? Da geht's nach Hause. Da liegt die wahre Heimat, würde ich sagen. Ja, richtig. Da geht's nach Hause hinter der Wand. Also dieses Gefühl hatte ich auch sehr stark. Darum war ich da auch in dem Moment, als ich an der Wand war, sehr eifrig beschäftigt, die zu überwinden. Aber trotz allen Ehrgeizes ist mir das dann doch misslungen. Eigentlich ist das unsere Karte der Matrix. Ja. Eigentlich schon. Und innerhalb liegen eben alle Dimensionen und wir und keine Ahnung. Richtig. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ja, also wen das Thema mehr interessiert mit freier Matrix, alle Matrizen verlassen oder so, der kann ja nochmal in unser Video reingucken, die Karte der Matrix. Und übrigens, eigentlich unser beliebtestes Video, ne? Oh, scheiße, diese Telepathie, ich wollte es gerade auch genau so sagen. Ja, jedenfalls. Wer hat es zuerst gedacht? Ja, also wen das Thema interessiert, der kann da auch nochmal reinschauen. Ja. Ich wollte gerade sagen, das beliebteste Video auf YouTube, aber du hast es relativiert, das war vielleicht schlau. Ja, das beliebteste Video auf YouTube haben wir noch nicht erreicht. Nein. Und ich weiß auch nicht, ob ich das will. Anyway. Anyway, genau. Ja, ich glaube, wir haben das Ende erreicht mit dem Ende der Matrix. Und ja, das waren so die markantesten Bewusstseinszustände, die so existieren und die wir euch mitteilen wollten. Vielleicht kennt ihr diese Zustände ja auch. Freuen wir uns über Kommentare, denke ich mal. Immer. Ja. Natürlich gibt es noch viele andere Zustände, aber wir denken, das waren so weitgehend die markantesten. Ja, fürs Erste jedenfalls, ne? Mhm. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hast du noch was zu sagen? Fleißig das so üben. Okay. Gut. Ja, ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die Reihe Bewusstseinszustände gefallen und wir sehen uns bei einem neuen spannenden Video. Ja. Alles richtig. Liebe. Alles Gute. Tschüss.